der folgende Song ist auch ein ganz brandneuer, den gibt es erst seit einer Woche. Und nur so ein bisschen zur Einleitung vielleicht. Da geht es nämlich um ein Monster, das sich in unseren Netzwerken rumtreibt. So ein Datenvielfraß ist das nämlich, müsst ihr euch vorstellen. Und zum Beispiel, ja. Und der steht auf Cookies. Und es gibt ja noch ein Monster, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das steht auch auf Cookies. Und zwar ist das das Krümelmonster. Und die beiden, die bekämpfen sich so ein bisschen in dem Song. Okay? Okay. Steigen noch bei weitem unsere Kapazität. An die 1000 Freunde, die einen liken, hab den Überblick verloren, um es eigentlich geht. In jedem Laden wollen sie Daten, wir können ihnen verraten, der Vorteil liegt nur beim Kunden. Sie können doch wohl nicht ernsthaft erwarten, dass ich das glaub, Datenbeschaffungskriminalität. Monster versorgt. Eine ganz spezielle Diät. Frisst sich ungenierte Gründen, Haushalt via App und Internet. Wir öffnen ihm auch noch galant die Tür, servieren ihm alles auf einem Tablet. Oder auf Smartphone oder in einem Laptop. Der Datenvielfraß ist ein Datendummi. Cookies, Cookies, hilf mir, Krümel, Monster, bewahre mich vor dem Shit. Sag doch gleich, worum's euch geht. Dann als neue Währung wird gern wissen, was ihr euch nehmt. Ich nehm doch auch nicht, was mir nicht gehört, also hört endlich auf damit. I'm not
hat doch der Datenkühlschlaß glatt eine Zeile rausgefressen aus dem Text. Das gibt's nicht. So weit geht es schon. Der Song ist erst seit einer Woche quasi präsent und der Datenkühlschlaß hat es schon gemerkt. Es ist schon dran, ja, ist schon dran. Versucht schon zu zerstören. Naja. Frag mich, wer da ein Interesse hat, dass man solche Songs eben nicht in der Öffentlichkeit spielt.